Ja, bitte. Herr Scheuer? Ach. Das ist ja, also, ich hab nicht, haben wir einen Termin miteinander? Na, das ist ja das Problem. Weil wenn man nicht mehr Minister ist, dann hat man keine Termine mehr. Aha. Na, dann kommen Sie, ich habe gerade einen frei, wenn Sie möchten. Therapie? Jawohl. Nein, danke. Also, das, was Sie hier machen und das, was andere Leute machen, damit sie ihren Kopf freikriegen, das brauche ich nicht, weil... Ne? Ah ja, habe ich verstanden, ja. Sind Sie denn zum ersten Mal hier? Nein, ich bin ja früher ein- und ausgegangen, quasi. Ja? Ja? Na gut, ja, machen Sie sich's gern bequem. Ach so, ja, wo ich gerade schon mal hier bin, gell? Ne? Und dann erzählen Sie mir doch gerne mal, wie es Ihnen so geht. Ach, gut, gell? Weil guten Menschen geht's immer gut. Ja? Sage ich immer. Ach. Guten Menschen, ja, Sie stehen ja auch zur Zeit wieder in den Schlagzeilen. Ja. Ich habe gerade heute Morgen noch was in der Zeitung gelesen. Ja. Was war das? Es ging um diese Mautgeschichte natürlich. Ja. Wirtschaftsteil, da haben wir es. Das Verkehrsministerium hat ein Gutachten eingeholt und das sagt, das Mautdesaster ist die unbestrittene politische Verantwortlichkeit von Bundesminister AD Scheuer. Ja. Ja. Sie haben also im Alleingang, wie viel? Da 243 Millionen Euro Steuergeld versenkt. Ja. Ja, also belastet Sie das gar nicht? Was jetzt genau? Das ist beeindruckend. Nein, Moment mal. Ich bin ja freigesprochen worden, gell? Ah, ja? Sind Sie nicht scheiße, den Öfter! Der Bund hat lediglich auf eine Klage gegen Sie verzichtet. Ja, aber wo kein Kläger, da kein Freispruch. Sie fragen sich sicherlich, warum will der Bund denn nicht klagen? Nee, frage ich mich. Das kann ich Ihnen sagen. Um weitere Kosten für den Steuerzahler zu vermeiden. Dieser Mann hat den deutschen Staat so viel Geld gekostet, dass der sich eine Klage gegen ihn nicht mehr leisten kann. Aha. Ja, also das ist interessant, Herr Newton, aber ich war eigentlich gerade im Gespräch mit Herrn Scheuer, und zwar über seine Probleme. Ja, Nefton. Was denn? Naja, der heißt Nefton. So, das kann man nicht wissen, aber sonst hieß es ja, dass ich jahrelang das falsch ausgesprochen habe. Na, außerdem sind wir nicht hier wegen meiner Probleme, weil ich habe keine, aber er hat durchaus Probleme, gell? Meine Probleme sind rein naturwissenschaftlicher Art. Ah ja, und dann waren das alles Laborproben oder wie oder was? Also gut, Sie haben mich. Es macht keinen Sinn, länger zu leugnen. Ja, ich gestehe, ich trage verschiedene Perücken. Naja. Aber Sie greifen auch ganz gerne mal zum Sherry, oder? Ja, und der Schnaps macht ihn immer so grantig. Nicht der Schnaps, Herr Scheuer. Ja, doch. Sie werden immer so aggressiv, wenn Sie trinken. Ich trinke, wenn ich aggressiv bin. Das ist ein Unterschied. Ich habe ja das Gefühl, dass Sie was kompensieren. Also gibt es doch bestimmt was in Ihrem Leben, was Sie permanent begleitet. Was Sie also Stund um Stund psychologisch belastet, weil Sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Keine scharfsinnige Analyse, Herr Scheuer, nicht wahr? In der Tat hilft mir der Sherry dabei, gewisse Erscheinungen in der Politik besser zu ertragen. Ja, genau dieses völlige Überzeugtsein, gell, von der eigenen Brillanz bei der gleichzeitigen völligen Uneinsichtigkeit den eigenen Fehlern gegenüber, gell? Herr Scheuer, das ist gerade eine ganz wichtige Erkenntnis, auch wenn Sie sie... Lassen Sie ihn ausreden. Sie trinken wegen der Ampel. Na, wegen dieser Ampelapokalypse, das hält ja kein Mensch mehr aus. Diesen Dilettantismus sind die Bürger nicht mehr gewöhnt. Gell? Weil vorher in der Regierung, da saßen ja nur kompetente Leute. Das ist kompetent. Sie meinen das ernst? Ja, die wären ja niemals auf die Idee gekommen, Millionen von Steuergeldern rauszuhauen für Fahrradwege in Peru oder Busse oder so, anstatt es den deutschen Bauern zu geben. Ich frage mich schon, warum? Weil die Ampel vielleicht ausführt, was der vorherige Entwicklungsminister auf den Weg gebracht hat?
Das kann ja gar nicht sein, weil vorher das war der Gerd Müller von der CSU. Und es sind eben vor allem Kredite, an denen Deutschland verdient. Also hören Sie, das ist ja Deutschland verdient, daran, dass in Peru weniger Fahrradfahrer zusammengefahren werden und weniger CO2 ausgestoßen wird, was letztendlich allen zugute. Ja, das ist ja eine geniale Idee. Ja, die muss ja von der CSU stammen und deswegen muss die Ampel weg. Immer wenn mich ob seines Rückzugs Nostalgie anweht, dann kommt ein Satz, bei dem ich denke, vielleicht kann ein kleiner Verlust auch ein großer Gewinn sein. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber das haben Sie schön gesagt. Naja, ich spüre hier aber nicht nur einen kleinen Verlust, hier ist ganz schön viel verloren gegangen. Vertrauen, würde ich sagen, auf allen Seiten auch. Ja. Also, wir probieren mal was, würde ich sagen. Stehen Sie mal beide bitte auf. Ja, gut. Herr Scheuer, stellen Sie sich mal hier. Ja? Aha, so? Ja, oder? Ja, so. Aha, ja, ja, gut. Genau, und Herr Newton, stellen Sie sich einfach mal dahinter. Ja? Mhm. Gut, und Herr Scheuer, ja? Atmen Sie doch einmal tief durch, dann schließen Sie die Augen. Ja, ja, ist es dunkel. Ja, das ist ja auch eine Vertrauensübung. Aber da brauche ich ja keine Brille mehr, gell? Ja, logisch. Und jetzt atmen Sie noch einmal tief ein, tief aus und lassen Sie sich einfach fallen. Ja, gut. Also, wenn Sie so wollen. Ja. Ich meine, war das jetzt so gut? Nein, das war die falsche Richtung, Herr Scheuer. Na, scheiß Ampel. Was? Wie kommen Sie denn davon auf die Ampel? Ja, weil seitdem die dran sind, da geht doch alles in die falsche Richtung. Und außerdem spalten die die Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist nicht gespalten. Aber wohl, wie wohl die Gesellschaft, die ist so total gespalten. Ist sie nicht. Ist sie wohl. Ist sie nicht. Ist sie wohl. Ist sie nicht. Sehen Sie, total gespalten, quod erat demonstrando. Dumm. Sie sollen mich therapieren und nicht beleidigen. Nein, quod erat demonstrandum. Ach so. Das ist richtig. Ja. Herr Scheuer, erklären Sie es mir noch mal, ja? Ja? Sie sehen die Gesellschaft als gespalten. Nichts sieht er. Doch, doch, ist es ja wieder hell. Das ist Geschwätz, die Soziologie. Sieht das völlig anders. Ach, das war mir klar, dass Sie heimlich ein Sozi sind. Sozi hat doch nichts mit... Warum antworte ich darauf eigentlich? Die Soziologen Mau, Westhäuser und Lux kommen in ihrer breit angelegten Studie Triggerpunkte, nicht wahr? Zu dem Ergebnis, dass die Einstellungen der deutschen Bevölkerung bei bestimmten Themen, großen Themen wie Klima, Migration, Ungleichheit, ganz eng beieinander liegen. Diese Gesellschaft ist nicht gespalten. Was es aber gibt, sind radikale Ränder, die versuchen zu provozieren, indem sie einzelne, weniger wichtige Themen unangemessen betonen, um zu polarisieren. Sogenannte Triggerpunkte. Ja, jetzt habe ich immer eine ganz spezielle Frage zu diesen Triggerpunkten. Nur zu? Was ist denn das? Also, Herr Scheuer, das kann ich Ihnen ganz leicht demonstrieren. Aha, ja. Halten Sie sich doch mal die Augen zu. Nein, nicht schon wieder. Sie sitzen, Sie können nicht mehr fallen. Ach so, also, okay. Hände vor die Augen. Ja, gut, gut. Jetzt drehen Sie sich mal nach rechts ein. Ja, gut. Das andere rechts, ja, Sie gut, wissen doch, wo rechts ist. Ja, ja. Und jetzt nehmen Sie bitte die Hände wieder weg von den Aha, gut. Ah, und, scheiße, den Nefton! Sehen Sie. Jetzt haben Sie mich getriggert, gell? Ja, und genau so reagieren eben viele Menschen auf Klimakleber, Gendersternchen, Veganer, innen. Jetzt hören Sie doch mal auf, mich ständig zum Triggern. Das ist ja anstrengend. Ständige. Das ständige Aufbringen von Triggerthemen zwingt die Menschen dazu, sich reflexartig zu positionieren, in Pro oder Contra. So werden aus Bürgern, die nicht so weit auseinander liegen, plötzlich zwei verfeindete Lager. Eine Situation, von der vor allem die profitieren, die diese Polarisierungen herstellen wollen. Polarisierungsunternehmer wie die AfD. Also ich würde sagen, jetzt beruhigen wir uns mal alle miteinander, weil ich habe einen perfekten Plan gegen die AfD. Na wirklich, weil ich hab... Das ist ja echt
Ja, das ist ja. Das ist ja ganz einfach, weil wir von der Union müssen einfach die Themen von der AfD 1:1 übernehmen. Aha. Was versprechen Sie sich davon? Er hofft, dass die Wähler dann die Parteien verwechseln. Na, also Entschuldigung, so bescheuert ist doch kein Mensch. Also bei mir hat's funktioniert. Und wie? Nein, nein, das ist ja eine lange Geschichte. Das war so, weil mein Fraktionskollege, der Radwan, gell, im Bundestag hat neulich für einen AfD-Antrag gestimmt, weil er gedacht hat, das war einer von uns. Und ich meine, das ist doch ein genialer Plan. Und wie haben Sie abgestimmt? Ja, ja, genauso. Deswegen sage ich doch, es ist ein genialer Plan. Was ist besser daran, wenn die Union AfD-Politik macht? Ja, die Union? Na, schauen Sie, es ist doch, wir müssen doch über diese Triggerthemen reden. Die Leute sind so erregt, da muss man doch, sonst bleibt doch die Gesellschaft für immer gespalten. Nicht. Indem Sie über diese Themen reden, wird die Gesellschaft gespalten. Und das nutzt nur einer Partei. Ja, aber dann ist es doch besser, wenn das meine eigene Partei ist. Oh, wie genau meinen Sie das, wenn Sie sagen, meine eigene Partei? Oh, Elfin, bitte pflanzen Sie keine Idee in seinen Kopf. Da ist zu viel Platz zum Wachsen. Oh! Herr Scheuer! Oh! Herr Scheuer! Oh! Oh, ich hab's! Ich gründe meine eigene Partei! Nein! Genau, ja, ja, dann hab ich auch endlich wieder Termine! Das wird eine Partei gegen rechts! Ja, die antifaschistische Partei Deutschlands! Die AfD! Ich bin so genial! Was haben Sie da gesagt? Was haben Sie da bloß angerichtet? Ja. Tut mir auch leid. Mein Gott. Herr Uthoff? Ja? Ah! Was? Ich wusste's! Nichts wissen Sie, gar nichts! Ach, Herr Uthoff, ich weiß einiges. Wissen Sie, ich habe ja auch ein paar Mal Menschen aus der Spitzenpolitik auf meinem Sofa sitzen. Da könnte ich mal fragen, ob das wirklich so ist, dass Ihre Sendung gar keine Resonanz in der Politik hat. Das mache ich gerne, wenn Sie das möchten, Herr Uthoff. Mein Name ist Nefton! Ach nee, ach verdammt! So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Werde ich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.